Das Teilhabechancengesetz ist für uns natürlich eine sehr positive Sache, weil wir ja die Leute hier einstellen können, beziehungsweise erstmal den einen Herrn, weil er schon gewisse Erfahrung hat, er allerdings auch länger arbeitslos war. Und somit wir den Leuten bieten, wieder in Arbeit zu kommen, dass die Leute wieder eine geregelte Arbeit haben und sie können auch ihr Wissen, das sie durchaus haben, auch wieder einbringen. Also wir würden es in jedem Fall empfehlen, dass auch andere Kollegen solche Leute einstellen. Es ist ein sehr positives Klima entstanden. Die Leute sind natürlich am Anfang erst so ein bisschen unsicher, aber das legt sich dann ganz schnell und werden dann tatsächlich wertvolle Mitglieder des Personals, der Kollegen. Das ist eine sehr gute Maßnahme, um Leute wieder in den Betrieb einzugliedern. Und die finanziellen Förderungen, die sind natürlich Tatsache so interessant, dass auch kleinere Unternehmen sich solche Leute, ich sage mal, leisten können, weil sie kriegen ja in dem ersten Jahr 100% gefördert, im zweiten Jahr auch nochmal und dann geht es immer 10% die nächsten 3 Jahre ab. Unsere Bilanz ist bisher, der Kollege ist ja jetzt ein Dreivierteljahr da. Ich kann nur begeistert sagen, wir haben ein neues Teammitglied gewonnen. Also besser kann ich, glaube ich, gar nicht von sprechen.